viele Worte. Fische. Ja, super. Ich bin jetzt mit meiner Frau unterwegs. Wir machen eine kleine Ausfahrt. Wir fahren Richtung Hüttenberg und dann weiter Slowenien in die Berge. 3 Tage. Und auf das freue ich mich. Freitagvormittag ging es los. Wir hatten noch bis 10 Uhr eine Regenfront abgewartet, dann aber los Richtung Kärnten. Ich wollte meine Frau mit dem Diebezentrum von Heinrich Harr in Hüttenberg überraschen. Die wusste nichts von ihrem Glück und als Buddhistin war es für sie eine wichtige Sache. So viel war ich mir sicher. Warum glaubst du nicht daher gefahren, ne? Also extra so? Ja, sicher. Nein, ich dachte, du hast keine Ahnung. Na geh. Ich drehe um, ich stelle mich da rein. Das ist gelungen. Meine Frau war ganz aufgeregt, als sie den Diebe-Tempel gesehen hat. Die hatte wohl Angst, dass ich daran vorbeifahre. Also war okay, der Vorfall, oder? Aber richtig schön. Und ich habe schon Angst gehabt, dass du unten siehst, buddhistisches Zentrum oder so. Ja, ich schon, es gibt da mehr so buddhistische Plätze hier in Hüttenberg. Von Hüttenberg geht es dann über Völkermarkt und weiter über den Seebergsattel Richtung Slowenien. Und von da weiter bis Begunje, wo wir das erste Quartier beziehen wollen. Ein Gasthaus für Motorradfahrer in den Hügeln. Am Seebergsattel kommt man auch an dem Christophorusfelsen vorbei.
Nach 390 Kilometer erreichen wir am frühen Abend unser Quartier und das kalte Bier wartet schon sehnsüchtig auf uns. So, wir sind jetzt bei dem Gasthaus weg, wo wir übernachtet haben, bei Anna Traditional Slovenski. Das war großartig, die waren total nett, haben uns ein besseres Zimmer gegeben, Essen war ein Traum, Frühstück, super freundlich. Also das ist ein Tipp, da wäre ich sicher wieder mal herfahren. Der Mann für ihr ist selbst Motorradfahrer, hat uns angeboten, dass er da schöne Strecken zeigt für uns. Das heißt, wir werden mit ihm dann einmal Motorrad fahren gehen. Sachen, die man normal nicht findet, hat er gesagt. Also, ich glaube, ein super Tipp. Und so macht es wirklich Spaß. Eigentlich wollten wir einen kleinen Abstecher zum Bledsee machen. Aber da war so ein Verkehr, dass wir sofort umgedreht haben und direkt Richtung Walsitzpass weitergefahren sind. Es war Samstag und so ziemlich jeder war am Rassitzpass unterwegs. Radfahrer nebeneinander, Motorradfahrer auf der falschen Seite und auch Wohnmobile. Großartig.
Man darf sich nicht immer von den Einschränkungen abhalten lassen. Zu groß wäre mein Frust gewesen, wieder einmal nicht den obersten Punkt des Mangat anfahren zu können. Und probieren geht über studieren. Zwischenzeitlich wurde wohl ernst gemacht mit der Sperre. Interessant für Autofahrer am Berg, für Motorräder gibt es aber immer eine Lücke. Hauptsache ich habe den Mangat diesmal geschafft. Jetzt aber weiter über den Predil nach Italien und am Predilsee einmal Pause gemacht mit Erfrischung. So, jetzt haben wir eine kurze Gmause gemacht am Lago di Predil. Nachdem wir den Mangat jetzt einmal geschafft haben, da ist super. Weiter geht's über Italien, wieder Richtung Slowenien. In Italien werden wir jetzt einige kleine Straßenpässe und Forts noch besuchen, bevor es zurückgeht. Lauter so, ja, quasi alte Denkmäler, teilweise aus den ersten Weltkriegsstellungen. Ja, und dann fahren wir Richtung Tolmin und in Tolmin haben wir Unterkunft. Das werden jetzt noch ungefähr 3 Stunden Fahrt sein. Also, los geht's bis dahin. An der Grenze selbst standen so komische Schilder, die ich aber nicht lesen konnte, da wir zu schnell daran vorbeifuhren. Im Zweifelsfall ignoriere ich die, das klappt schon.
Endolmin unser Quartier bezogen und natürlich gut Pizza essen gehen, das muss sein. Mit einem guten Bier zum Spülen danach. Und in Slowenien ging es auch wieder auf kleinen Straßen Richtung Österreich. Am Rückweg ging es diesmal am Bledsee vorbei, trotz starken Verkehrs, aber schnell durch und tschüss. Und auch wenn es da schön ist, zu viele Personen machen hier definitiv keinen Spaß. Am Löbelpass noch eine kurze Mittagspause, bevor es dann erst einmal mit der ersten Grenzkontrolle auf der Reise zurück nach Österreich geht. In Kärnten geht es dann über das Rosental Richtung Bleiburg und von da weiter auf die Sopot und über das Sulmtal dann Richtung Graz. Von da sind wir auf die Autobahn und ab nach Hause mit den letzten Kilometern. Drei schöne Tage mit vielen Kilometern und gutem Essen und schöner Landschaft sind wieder vorbei. Die Wiederholung folgt, aber sicher auch.